Guten Tag und hallo bei Blackguard 2 auf dem Zauberweltenkanal. Nachdem wir ja letztes Mal hier den Koloss des Kyrios verteidigen mussten, haben wir den Angriff nach Duja nicht geschafft. Also machen wir es aber heute. Unter dem Berg und der Stadt Duja hauste die Sonderbarste unter den Schöpfern. Herrin des Schwarms nannte sich Shinna al-Shinna. Und die Insekten waren ihre gehorsamen Kinder. Die Späher berichten, Shinnas Refugium werde immer wieder von Ghulen belästigt. Die Leichenfledderer haben es auf Shinnas Abfälle abgesehen. Fleisch und Knochen. Jeden Abend zur Dämmerung kriechen sie aus ihren Höhlen. Wenn wir klug sind, nutzen wir diese Zeit zum Angriff. Warum warten, bis Shinnas Wachen vorbereitet sind? Begib dich hinab und scheuche die Ghule aus ihren Löchern. Wir stürmen den Berg sofort. Genau, kluge Ideen wollen wir nicht. Der Assassine rockt so derartig mit seinen Schadenspunkten, dass ich den dazu nehme. Und ich nehme mal die Kampfmagierin. Denn die ist ja auch ziemlich ordentlich. Und ich glaube, die hat auch einen Astraltrank am Gürtel hängen. So. Ach, wieder ein Portal. Schön. Siehst du? Da haben wir es wieder, das wären wieder drei Maps, das wären zwei Folgen bestimmt. Jetzt muss ich mich hier durchfighten. Bis dahin, okay. Was auch immer die Tür da wieder kann, wahrscheinlich wieder so ein Zulaufpunkt. Und hier bekämpfen sich bestimmt die Viecher gegenseitig. Aber ich sehe hier gerade keine Möglichkeit, auf die andere Seite zu kommen. Wahrscheinlich muss ich hier durch die Tür, um da wieder reinzukommen. Aber die Tür kann man da nicht anklicken. Na, mal gucken. Vielleicht kann man sie gleich. Momentan halte ich es für einen Bug. Als hätte der Tag noch schlimmer werden können. Alle Höllen brechen über uns ein. Verteidigt das Tor! Und treibt den verfluchten Menschenfresser zurück in seinen Käfig! Schön, die sind erstmal also untereinander beschäftigt. Das ist doch gut. Und der Assassine kann sich schon mal von hier aus um den Ghoul kümmern. Dazu hat er ja diese extrem geilen Kampfdolche, Wurfdolche. Und das kann er gleich zweimal machen. Das finde ich toll. So, hinfort, Ghoul. Ah ja, die haben nur 17 Lebenspunkte. Und die kümmern sich um den Riesentypen. Ja, meinetwegen. Die sind erstmal beschäftigt miteinander. Das finde ich gut. Das ja. Geht mal hier hin und schauen wir mal, ob wir hier das reinwerfen können. Ja, herrlich. Also ich weiß, dass Cassia so einen Trank am Gürtel hat. Zumindest... Oh, cool. Zumindest diese Runde weiß ich das noch. Alter, das hat sich gelohnt hier mit dem Vorbeilaufen, Steigern, Vorbeilaufen, Kaputthauen, Steigern. So, da reicht der normale Stoß. Cassia hat noch so einen Trank am Gürtel, dass sie 20 mehr Astralpunkte haben kann. Das hebe ich mir aber auf für den Kampf im Portal. Ich darf den steuern? Okay. Ja, das finde ich ja geil. Da gibt es erstmal die dicke Keule auf dem Dez. Das finde ich extrem geschmeidig. Jetzt bin ich ja gespannt, ob ich hier durch die Tür komme. Oder muss ich das mit dem... Was hat der Oger gesagt? Genau das, wonach es klang. Lasst ihn leben. Er wird uns helfen. Das habe ich schon gemerkt. Hier kommt Ghoul-Nachschub aus dem Keller. Ich bin mir gerade unsicher. Ich kann hier nichts mit der Tür machen. Oder?
Doch, okay, sie ist einfach nur nicht markiert. Alles klar, ich dachte, ich muss irgendwas machen, damit man da durchkommt, aber das muss ich nicht. Gut. Ich kann da einen nach dem anderen durchschicken einfach. Ja, die Ghule machen erstmal die Wachen platt, das ist doch schön. Ist die Frage, wenn ich das hier umstopfe, ob das eine gute Idee ist. Das schaffe ich diese Runde nicht. Okay, dann kann ich mit Cassia auch nur ein Stück vorgehen. Ja. Achso, das ist die Reichweite von dem. Okay. Kann ich dir dahin? Und vielleicht erreiche ich den mit einem Flammenstrahl. Auf wie viel ist das Viech denn? Der ist auf 33. Okay, gut. Da kann man auch den großen nehmen. Ach, das... Och, Mist. Ich wollte eigentlich den Flammenstrahl nehmen. Und jetzt stehen die wieder in der Gruppe zusammen. Da lohnt sich doch wieder was Größeres zu werfen. Reicht. So, Madame Kampfmagier dahin und dann dort eben den berühmten Feuerball reinwerfen. So erreicht er auf jeden Fall alle. Zack. Also auf der Seite der Karte schon mal nichts los, das ist gut. Und hier stupfen wir mal. Nein. Oh nein. Und das hat auch gleich mal 72 Schaden gemacht. Das hat den Ogre doch glatt umgenietet. Schade. Ich mochte den Ogre. Den hätten wir wahrscheinlich auf der anderen Seite gebrauchen können. Ach, das ist ja ärgerlich. Koya. Oh. An meiner Seite kämpft ein Schwarzoger. Was kommt als nächstes? Schade, schade, schade. Mensch, der hat mir gefallen. Der ist nämlich mal echt cool. Aber egal. Ach ja, dann gehe ich halt fliegen pieksen. Und mit 17 Lebenspunkten brauche ich da keine Ausdauer zu verschwenden. Oh. Doch, ich hätte Ausdauer verschwenden sollen. Zack. Mist. Obermist, echt. Das ist Cassia. Cassia schafft es in dieser Runde durch die Tür. Das wollen wir dann auch. Der sowieso, der kann ja eh nichts machen. Auch schön, wie er immer die Axt immer erstmal auf die Seite legt. Ja. Achso, durch diese Tür können zwei und durch die anderen, durch die andere Tür konnte immer nur einer, deswegen geht das gerade nicht. Ach Mensch, das ärgert mich mit dem Ogre. Das ist echt schade um das arme Tier. Tier, was heißt Tier? Das ist der Humanoide, der Kumpel. Wo sind die Fliegen gelandet? Fitz! Das ist Zurbaran. Zurbaran kann von da aus schon mal hier hinschießen. Flug. So, den hat zumindest von den Füßen gerissen. Und da kommt ein neuer Ghoul dafür. Oh, soll er sich mal an den Leichen gütlich tun. Nom, 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 nom. Da verschwende ich nicht einen Schlag mehr drauf auf das Vieh. Und auf Richtung Tür. Ich traue immer noch um den Ogre. Die Fliege kommt schon nach, das ist überhaupt kein Problem. Dun, 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 dun. 17. Kann ich ja mal leicht anrösten.
Ja, tatsächlich nur leicht angeröstet. Der Ghoul steht da gelangweilt rum. Der fällt gleich tot um, weil er ist vergiftet. So. Jetzt könnte ich in die Zukunft sehen. Meine Wurfdolche sind alle, ne? Ja. Dann schmeiß ich dem nicht, okay. Komme ich durch die Tür? Komme ich. So, dann gehe ich halt einmal hier weg. Tschüss. Nicht da lange aufhalten, was soll der Quatsch? Einfach mal weg hier. Wie viel hat denn die Fliege? Die ist noch... Ach, die ist bei 4, meine Güte. Die mache ich gleich im Vorbeigehen platt. So, Zwerg. 24. Kann das sein, dass der jetzt häufiger kritische Treffer macht? Also der Zwerg ist echt ein Rocker geworden. So, ich komme hier gerade nicht durch. Also gibt es halt Flächenschaden für alle. So geil, diese Felsen. Macht zwar keinen Sinn, dass hier Felsen durch den Erdboden kommen, Holzboden. Aber es sieht cool aus. Ja, auf ins Getümmel. Eh nichts. Ach, der kann auch noch ein Stück vorlaufen. Und der kann tatsächlich den Ghoul schon angreifen. Braucht dafür aber keine Ausdauer verschwenden. Das wird wohl gerade so gehen. Mit 16 Schadenspunkten auf 5. Hm, ja, das reicht. Cassia kann auch schon mal komplett vorlatschen. Und der Zwerg schafft es nicht bis zur Tür, das macht nichts, dann bleibt er halt da stehen. Und der Rest marschiert dann durch. Paduk. Tschüsseli. Der Ghoul steht da total gelangweilt rum. Armer Kerl. Der ist auf 5, der ist auf 17. Dann besorgen wir es dem mal hart. Oh. So hart habe ich es dem gar nicht besorgt. Die Fliege wird gleich mit einem Gift tot umfallen, deswegen mache ich da auch nichts mehr. Ui! Die hauen aber ganz schön zu, die Bengel. Das will ich nicht. Wie viel hat er noch? Das ist der 17er wahrscheinlich. Hm. Eben schon wieder irgendwas Komisches gesehen. Das da, was ist das denn? Achso, das war diese Berserker nochmal. Das war der Blitzgeschwind. Hm, ne? Wie heißt denn das jetzt? Blitzgeschwind. Heißt doch Blitzgeschwind. Alles richtig. Egal. Ich möchte den jetzt rösten. Und das geht so. Und der Zwerg kann auch die Seite wechseln. Ab in die nächste Etage. Belmarier. Jetzt stirbt das Insektoid. Hey, du bist vergiftet, du musst tot umfallen, Vieh. Ja, geht doch. Aber vorher nochmal Schaden austeilen, ne? Arschloch. So, dann kann man hier entspannt die Map verlassen. Der schafft es nicht und will den Weg nicht versperren, deswegen bleibt er da jetzt stehen. Und Cassia schafft es in dieser Runde raus.
Und da sind wir dabei und das Werk nochmal hier vor, ja. Check. Die schafft es auch nicht, der schafft es auch nicht. So. Nein. Ghoul steht weiter gelangweilt rum und beendet die Runde. Zurbi kann bis da laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Na egal. Verlässt den Kampf. Zwerg wartet noch eine Runde. Madame verlässt den Kampf. Echt? Da komme ich dann nicht mehr dran vorbei, das heißt, das dauert dann noch eine Runde. Der Ghoul macht nichts. Der bleibt nochmal doof vorm Tor stehen und hält nochmal seine Hand rein. Tolles Stargate. Und das war's dann auch. Hä? Game over. Vermutlich hätte der Ogre überleben müssen. Tippe ich mal so. Aber das war eine schöne Trainingsrunde. Ja. Ich weiß nicht, ob ich, wie ich jetzt zeitlich dran bin. Vielleicht mache ich daraus eine Folge, vielleicht auch zwei. Mal gucken. Deswegen, ja, ich schreibe es dann einfach wieder rein. Unter dem Berg und der Stadt Duja hauste die Sonderbaste unter den Schöpfern. Herrin des Schwarms nannte sich Shinna al-Shinna, und die Insekten waren ihre gehorsamen Kinder. Die Späher berichten, Shinnas Refugium werde immer wieder von Ghulen belästigt. Die Leichenfledderer haben es auf Shinnas Abfälle abgesehen, Fleisch und Knochen. Jeden Abend zur Dämmerung kriechen sie aus ihren Höhlen. Wenn wir klug sind, nutzen wir diese Zeit zum Angriff. Warum warten, bis Shinnas Wachen vorbereitet sind? Begib dich hinab und scheuche die Ghule aus ihren Löchern. Wir stürmen den Berg sofort. Ja. Das mache ich jetzt alles hier zum ersten Mal und ich weiß gar nicht, was ich für Leute nehmen soll dafür. Ja, Fernkampf hat sich bewährt. Deswegen ziehe ich das mal weiter durch und ich stelle auch genauso auf wie eben. Das war im Grunde auch in Ordnung. Ja, das war dumm. So passt es. Verteilt uns! Ja. So. Hat er noch seine Wurfmesser? Ja, hat er. Blitz. Der da ist lästiger. Und wird ja eh vom Ghoul angegriffen. Vielleicht. Ja, der könnte dann tatsächlich nächste Runde tot sein. Dann kann ich mit dem Rest schon mal vorrücken, beziehungsweise hier den armen kleinen Ogre unterstützen. Der ja unbedingt überleben muss, habe ich gehört. Ich weiß nicht, warum ich das weiß. Ist eine Vermutung. Ist eine ganz blöde Vermutung. So, und hier hat sich's angeboten, einfach mal großflächig Tabula Rasa zu machen. Und dann sehe ich zu, dass ich zügig auf die andere Seite komme. Fertig. Was soll das? Kleiner Tipp, nicht das Ding hier mit dem Ogre zum Einsturz bringen. Ich möchte, dass der mehr Schaden macht. Er hat eine große Keule, also muss er mehr Schaden machen. Achso, Da hätte man jetzt ein bisschen fernkämpfen können, aber ist egal. Die Fliegen bleiben da ganz klar stehen.
Ey, das war anders besprochen. Ha. Huh. Natascha! Was hat genau? Lass ihn leben. Machen wir. Ich würde niemals beabsichtigen, ihn zu töten. Ha. Jetzt ist die Fliege tot. Der Ghoul lebt noch. Das ist ja eigenartig. Naja, egal. Durch die Tür hinaus. Dann will ich mit Takate nachziehen. Und schieß dann halt von weitem einmal auf ihn. Auf den Ghoul. Oder ich lasse ihn einfach stehen, ist auch egal. Was macht ihr hier mit meinem armen kleinen Ogre? Könnt ihr nicht einfach meinen Ogre killen? Die schafft es nicht zur Tür. Dann lauf mal dahin und dann schmeiße ich dem hier irgendwas Kleines an den Kopf. Moment, wie viel hat er denn? Oh, der ist 17. Dann schmeiße ich dem nichts Kleines an den Kopf. Dann nehme ich was Größeres. 11, 15 reicht nicht. 18. So. Nur aber weg. Vielleicht erledigt er sich ja beim zweiten Hieb. Jawohl. Prima. Kann zusehen, dass da die dreckigen Wachen verschwinden. Und dann klatsche ich da noch meinen Feuerball in die Runde. Kümmern sich weiter um die Wachen, das ist höflich. Koaya, an meiner Seite kämpfen. Holala. Karte. Achso, jetzt krabbeln erstmal neue Ghule aus dem Untergrund. Und dann kann man hier mal so ein bisschen aus dem Weg gehen vor allem. Und hier diesen hässlichen Typen. Wie viel hat der? 33. Ne, dann nehme ich mal was Stärkeres. Gezielter Stich. Oh, nee, so viel stärker war das gar nicht. Ey. Wo ist denn mein Ogre hier unten? Da, 58. Na gut, der ist noch gut dabei. Ich glaube aber, dass ich den von da, wo Kassier jetzt steht, nicht helfen kann. Ich guck mal. So ist gut. Ja, zwei Gegner weniger, das ist doch ganz ordentlich. Und ach, ich will hier schnell weg. Wenn die sich im Weg stellen, dann kann ich da gerne draufhauen, aber ansonsten versuche ich die eigentlich zu ignorieren. Der hat 9, der hat 25. Dann mache ich erstmal den platt. Schon 15 alleine. Ohne Wuchtschlag. Auch immer dieses Rumgehacke auf meinen Ogre. So, jetzt haben wir hier nochmal was Richtiges. Todesstoß. Egal, der stirbt nächste Runde. Das ist Takate, der kann hier den Ghoul stopfen. Das bietet sich einfach an. Verflucht. Nee, hau doch mal ab. Sonst kommt die ja nicht hinterher. Und der Zwerg kann nochmal den da eben kaputt klopfen. Die Dinger nerven doch echt. Weg hier, weg, 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 weg. Der hat 25, der hat 17. So, dann mache ich den mal.
dass hier mein Oger tot geht. Mein Oger ist schon vergiftet, ist schlimm genug. Ah, da habe ich doch was gegen. Das werde ich vielleicht mal ausprobieren. Wie heile ich sonst? Ah, neue Fliegen, toll. Der ist Matsch. Takate kann den hier nochmal eben totstopfen. Wie gesagt, man ist ja schon in der Gegend. Das ist Cassia. Mit Cassia kann ich lustig heilen. Beziehungsweise mal was gegen das Gift tun. Ah, da ist Clarum Purum. Man weiß nicht, was für eine Giftstufe der gerade abbekommen hat. Ah, Stufe 2, okay. Stufe 2 hätte gereicht. Man kann es also vorher prüfen, egal. Zwerg macht sich dünne. Hahaha, dünne. Mit dem hätte ich heilen können. Egal. 6, 17. Ich weiß gar nicht, wer mehr Schaden macht. Ich glaube, der. Der Ghoul macht nicht so viel. Das ist die Magierin. Die könnte theoretisch mal auf den Ghoul schießen. Ja, doch, 18. Klar. Und gerestet. Der Assassine ist dort. Der kann mal Richtung Ghoul stürmen. Ah, ne. Ah, der ist da. Habe ich hier mit Zoberan verwechselt. Sein Kleid war irgendwie doch hübscher. Die Kapuze stört mich auch. Kann ich die gar nicht mehr auseinanderhalten, weil wir jetzt beide alle drei Magier Kapuzen tragen. Da kommt man schon mal durcheinander. Nö. Da kämpfe ich nicht mehr. Jetzt habe ich hier den Zwerg am Wickel. Der kann mal bis hier rankommen. Reicht. Schafft es nicht ganz nah ran. Okay. Ach, das ist ja der Magier. So, mal die Ausdauerpunkte nutzen. Und rauf da. Bam. 20 Schadenspunkte. Die doofen Penner hier. Ihr Maden. So. Das hat sich mit den Dingern. Sagte er. Naja. Mensch, da ist so frei. So ohne Steine kommt man da auch lang. Tolle Sache. Ohne neue Fliege. Ja, stellt ihr euch da alle mal schön auf. Das stört ja keinen. Cassia benutzt die Tür. Wieso kommt ein... Wieso kommt der Zwerg da nicht durch? Achso, der Ogre nimmt die ganze Karena ein. Na gut. Dann macht der Zwerg halt gar nichts. Der kann dahin und auf die Fliegen irgendwas machen. So. Der muss ja nicht da mit seinen ganzen Astralpunkten noch in der Gegend rumlaufen. Und außerdem schützt das die Kampfmagierin. Ogre, du stehst da ganz gehörig im Weg. Da stehst du nicht im Weg. So, keine neuen Fliegen? Was ist denn hier los? Eigentlich ist hier nur noch eine. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Ach, die sind ja umgekippt. Genau, die habe ich ja eben umgestopft.
Es ist hier Takate. Ja, jetzt kann ich eigentlich nur noch ins Tor laufen. Und das mache ich auch einfach mal. Wer ist das? Zwerg. Und da ist Zurbaran. Zurbaran kann das Schlachtfeld verlassen. Mit dem könnte ich theoretisch nochmal in die Richtung schießen. Ist eigentlich auch egal. Hau ab. Nimm die Beine in die Hand. Komme ich mit dem auch hier weg? Ne, den kriege ich nicht durchs Tor. Schade. Die rappeln sich wieder auf. Eigentlich kann ich auch nochmal mit irgendwas auf die werfen. Das ist der Assassine, der kann erstmal gehen. Steht mir wahrscheinlich eh gleich wieder nicht zur Verfügung. Die kommt nicht durchs Tor. Gut, dann kann ich mit der eben Fliegen töten. Da reicht der Kleine. Flup. Jo, dann sind die mal mir nicht lästig. Der kann nur noch auf diesen beiden Feldern hin und her laufen. Das ist ja schade. Tja, dann steht er jetzt halt nutzlos in der Gegend rum. Genauso wie die Ghule. Ah, neue Fliegen. Schön. Tschüss. Holen sie nochmal alles raus, was noch da ist. Interessiert aber nicht, wir hauen ab. Die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde. Kommt, wir wollen Shinna besuchen. Aha. Okay, man muss nur die Helden durchs Tor schicken. Die Magierin steht da nämlich noch. Stechhelm, große Knochenkeule. Hübsch.